שלום עליכם, ויר לרנן וייטר, שר הביטחון פון חובות הלבבות, פון רבינו בחיה אבן פקודה. ויר זין דין קפיטל 3, אין דם צווייטן איינפיורונג. אלזו, רבינו בחיה מח צייר פילה איינפיורונגן, ונראת אונס גיצייק דוויפל קראפט גיפטס אין דיזה ולד, אין דיזל בארדה, ליקסטו פרשידנה קרנה, ונקומן פרשידנה ראוס, קומט מנגו, קומט וייצן, kommt Guyava, kommt Johannesbrot und von dieselbe Fisch, von einem Fisch kommt Millionen Fische und von einem kommt Walfisch. Also Hashem hat geschafft, von demselben Boden Kraft kommt andere Ergebnis. Verstehst also, man sieht sehr viele Wunder und wir haben beendet die letzte Shiur, dass es gibt in dieser Welt 28 Zeiten, alles zu seiner Zeit und jetzt lernen wir weiter. Jetzt beginnt Rabbeinu Bachje, ein Mensch muss wissen und klären, dass der Schöpfer, das Hashem, Maschkif alav. Hashem guckt auf ihn. Guckt auf mir, aber nicht guckt. Er guckt mit einem Kuker, mit einem persönlichen Vergrößerungsglas. Und es ist von ihm nicht verbergen. Das heißt, wenn ich habe eine Bitachon an jemand, ja, er weiß über mich ein bisschen. Wenn ich bin mit ihm offen, noch ein bisschen. Auch wenn ich habe Vertrauen, ich schenke ihm noch ein bisschen Vertrauen. Aber Hashem, ich weiß, dass alles, was kommt, Gutes ist von Hashem und alles, was kommt, nicht Gutes ist von Hashem. Aber wenn ein Mensch hat volle Bitachon an Hashem, dass Hashem über mich alles weiß, sogar meine Tiefe, meine Schwäche, meine Ecken, Kanten und Macken und schemendicke Plätze, und Hashem liebt mich trotzdem. Wenn ein Mensch hat volle Emunah, dass Hashem weiß alles, so wie steht geschrieben in Tehillim 94, Hashem yodea machshevot Adam kiheima avel. Hashem weiß schon, dass meine Gedanken sind viel mehr beschäftigt mit Unsinn als mit Sinn. Dass durch meine animale Kräfte, also unsere erste Seele kommt bis 13. Bis 13 wollen wir nur Spaß, Vergnügen, Olam Hazeh, diese Welt. Und erst ab 13 müssen wir an uns arbeiten, ein bisschen Nefesh Elokit, Neshama Elokit, Gott, Hashem, Torah, Mitzvot, ja. Also wir sind schon der Yetzer ist unsere alten, erfahrene König. Unsere Yetzer Tov, unsere guter Trieb ist ein junger Bursche, der will sich auch den Platz nehmen, aber es ist zu schwer. Und Hashem weiß, wer ich bin. Und Hashem weiß auch, was ist in meine Tuchot. Tuchot bedeutet in meine Nieren, in meine Herzen, in meine Gedanken. So wie es steht geschrieben in Könige 1, Kapitel 8. Ki ata yadata levatcha et levav kol bnei Adam. Du, Hashem, du bist der Einzige, der weiß wirklich, was passiert im Herzen von einem Mensch. Von jedem Mensch. Bei jedem Mensch. Und wenn ein Mensch klärt das, versteht das, kapiert das, dass Hashem kennt mich, ich kann von ihm nicht verbergen. Er kennt mich vom Außen und von innen und erkannt über mich Sachen, die ich über mich noch nicht erkenne. Es gibt Momente am Leben, wo ein Mensch will sich ein bisschen verbessern. Plötzlich entdeckt er bei sich positive Seite, negative Seite, neue Seiten, die hat er nicht gekannt durch verschiedene Situationen. Ja? Hashem kennt sie schon. Hashem weiß, wie wirst du reagieren, wenn wird man dir ärgern. Hashem weiß schon, wie wird man dir reagieren, wenn wird man dir beleidigen. Hashem weiß, wie wirst du reagieren, wenn du wirst reich werden oder Position bekommen. Ein Mensch, manchmal, es gibt Menschen, die bekommen Kraft in der Hand und plötzlich werden sie harte Menschen, schlechte Menschen. Durch ihre Kraft, durch ihre Macht nutzen sie andere Menschen schlecht zu tun. Ein Mensch kennt, Hashem kann schon diesen Charakter, ja? Deshalb, wenn ein Mensch weiß, dass Hashem über mich alles weiß und kann, dann kann ich zu diesem, was ist Liebe? Liebe ist, wenn zwei Menschen haben volle Vertrauen, einem dem anderen zu erzählen, auch über die Schwachstelle. Stimmt? So wie Yehuda erzählt, Chira Adulami, dass er will gehen zu einer Prostituierte. Und trotzdem auch durch diesen Fleck ist nichts passiert. Er wusste, dass sein Freund. Trotzdem sagt der Prophet Jesaja 29, Befiv ubisfatav kibduni, velibor achak mimeni. Was will Hashem, dass wir beten?
unserem Mund oder unser Herz? Herz. Herz. Das heißt, wenn ich weiß, dass Hashem kennt mich, ich habe mit ihm spezielle, besondere, klare Beziehung. Ich habe an ihm volle Bitachon. Verstanden? Okay. Das ist eine qualitative Gebet. Also der Baal Shem Tov hat gesagt, dass unsere Gebete sind wie eine Vogel und durch die Gefühle von Hashem fliegen sie in den Himmel. Einmal der Baal Shem Tov ist gekommen zu einer Synagoge und hat gesagt, wow, diese Synagoge ist voll Gebete, voll Tfilot. Und die Leute haben sich gefreut. Sagt der Baal Shem Tov, ihr sollt nicht freuen. Die Gebete sollen gehen in oben, es ist voll hier. Warum? Weil sie haben nicht mit Hashem Pardu gesprochen. Pardu ist eine Offenheit. Baruch Ata. Also Hashem kennt mich. Und in dem Moment, wenn trotzdem gebe ich Hashem seine Malchu, sein Königreich, seine Melucha, sein Königkrone, dann habe ich mit ihm guten Kontakt. Verstanden? Mhm. Okay. Weiter, die dritte Einführung. Dass er hat Bitachon an Hashem komplett. Und er hat nicht Bitachon mit Partners. Er glaubt an Hashem, aber auch an den Bankdirektor. Der Bauch glaubt an Hashem, er hat Bitachon an Hashem, aber an dem Doktor hat er mehr Vertrauen. Das nennt man Shituf. Shituf bedeutet Partnerschaft. Hashem ist da, stimmt, aber es gibt nicht bei Bitachon aber. Stell mal vor, es gibt zwei Freunde, die haben Bundfreundschaft geschafft und sagen, der Michal hat dir voll Vertrauen, aber ich nehme auch ihm. Ja, Toda Rabba. Geht nicht. Und es gibt eine, der Chovat HaLevavot erzählt dir eine Geschichte, wo es steht in Chronik 2, Kapitel 16, 12, dass es war ein König von Stamm Jehuda, der ist Asa, Ben Avia. Und er war sehr krank. Und er hat sich Hashem nicht erkundigt, als er war krank. Was hat er gesucht? Auf ihm, Ärzte. Doktor, Professor, ja, ich habe einen Oberarzt, ich habe einen Chefarzt, ich habe einen richtigen Spezialist. Ja? Also Chovot HaLevavot ist, sagt, wenn eine gibt eine Position, zwei Leute, dann eine spielt nicht mit. Also wenn der Rofe, wenn der Arzt ist dein Gott, okay, sag Gott, weißt du was? Geh zu ihm. Und was passiert, wenn der Arzt sagt, ich kann dir nicht helfen? Nein, erst geht's. Geht nicht, denn erst, dann ist schon zu spät. Wenn einer Chef will dir nicht hören, gehst du zu dem anderen Chef. Geht nicht. Okay. Es geht nicht. Also Asa wollte, also es gibt, also ich will dir etwas sagen, allgemein in dem jüdischen Denken, es gibt so eine Gruppe von Tzadikim, sie denken, das ist eine Schande, zu gehen zum Doktor. So denken sie es. Chovot HaLevavot denkt so, Nachmanidis denkt so, Rabben Malei Re Hashem Bebet HaRofim. Was sind Gottes Gläubigers? In dem, wenn Avram ist krank, geht er zum Doktor oder betet zu Hashem? Wenn Chizkiyahu ist krank, betet er zu Hashem oder geht er zum Doktor? Ja. Also Rabbeinu Nachman von Breslau, es gibt viele Tzadikim, sie sagen, lass die, Rabbi Nachman von Breslau schreibt, die Doktoren sind die Schlimmsten. Jetzt stellt sich die Frage, unsere Rebbe ist zum Beispiel war Pro-Doktors. Die Antwort lautet, in die Zeit von Bet HaMikdash oder in die Zeit von den Propheten, wo Hashems Ideal und Prophezeiung war so nah, so klar, so offensichtlich, da ist eine Schande zu gehen zum Doktor. Heute, klar haben wir Bitachon an Hashem, aber Hashem ist mit uns verborgen. Wir haben keine Navi, wir haben keine Prophet, wir haben keine Bet Mikdash. Ja? Und es ist bekannt, dass einer ist gekommen zu Gaon von Vilna und er hat ihm gesagt, dass der Doktor hat gesagt, dass es gibt keine Chance zum Leben. Und der Gaon von Vilna hat gesagt, dass er ist ein Arzt, er ist nicht Gott. Er kann nur sagen, seine Diagnose, dass er in diesem Fall kann vielleicht nur versuchen zu helfen. Deshalb, in dem Moment, wo ein Mensch, der Problem von Asa, dass er die ganze Zeit geschwemmt von Ärzten.
Medizin, Medizin, Medizin. Ärzte, Ärzte, er hat sie vergöttet. Soll man dem Arzt ehren, respektieren, hören, was er sagt, sehen ihn als Schaliach von Hashem, verstehst du? Er ist ein Gesendeter von Hashem, soll man ihn seriös nehmen, aber nicht denken, er ist mein Retter. Er kann sich selbst nicht retten, wenn er ist krank. Sieht man jetzt doch in der Welt, wie viele Ärzte in Italien sind krank geworden von dem Virus und ihre ganzen Wissen hilft gar nichts. Und es gibt diejenigen, die bekommen die Virus und leben. Hashem, Hashem entscheidet doch. Er ist der einzige Chef. Wir sagen am Rosh Hashanah, Miba Magefa und Miba Chanika, wer soll sterben in einer Pandemie und wer soll sterben in anderen Krankheiten. Steht schon am Yom Kippur und Rosh Hashanah entschieden. Und jetzt kommt, Hashem verstärkt seine Bitachon an ihm, weil du hast einen Grund zu vertrauen anderen. Vertraust du anderen, geh zu anderen. So wie es steht geschrieben in Jeremia 17,5, verflucht ist der Mensch, der andere Mensch Vertrauen gibt und gibt ein Fleisch, sein Arm und von Hashem geht er weg. Das heißt, soll man nicht Menschen Vertrauen geben, nur Hashem kann dir helfen. Und wenn du hast an ihm volle Vertrauen, dann er wird dir schicken einen guten Doktor. Es gibt eine Geschichte beim Rebbe, einer ist gekommen zum Rebbe und er hat ihm gegeben, er hat gesagt dem Rebbe, er will eine Bracha, ein Segen, zum Erfolg bei seiner kardiologischen OP im Herz. Und der Rebbe hat gesagt, warum sagst du nicht, dass du willst eine Bracha überhaupt keine OP zu machen? Sagt er, ja, ich will Bracha für keine OP. Sagt der Rebbe, too late. Zu spät. Das war nicht deine wahre Emuna. Das war nicht deine wahre Bitachon. Du denkst, der Doktor ist dein Gott. Und dann hast du Angst, dass vielleicht ist er nicht der Gott. Kommst zum Rebbe, soll er dir geben eine Bracha, soll dir... Rebbe kann dir eine Bracha geben, sonst werden gesund und stark Maximum. Und Asa ist gestorben. Also, Asa, in dem Moment, wenn du machst Partner in andere Leute, hör mal zu. Jeder ist zuständig für die Aufgabe. Ein Topf von Partners ist nicht heiß und nicht kalt. So steht geschrieben. Weißt du, was das bedeutet? Viele Köche verderben den Brei. Wie viel Besitzer muss sein? Eine. Wie viel Rosh muss sein? Eine. Okay? Und wenn es ist bei zwei Menschen, wo du gehst zu einer, der andere ist beleidigt, wenn es gibt zwei Chefs, mir passiert das manchmal, ich habe verschiedene Chefs. Ich gehe zu einem, der sagt so, der andere ist beleidigt. Ich gehe zu dem, der ist beleidigt. Ja? Aber in dem Moment, wo du weißt, was soll ich machen, wenn ein Mensch hat Vertrauen an alle, bleibt er Glatze von dem und von dem. Was kommt, kommt. Er kann nicht bleiben glatzen von dem und von dem. Er muss eine fest haben. Ist verstanden? Okay. Jetzt kommt die vierte und die letzte Sache. Dass in dem Moment, wo ein Mensch weiß schon, dass Hashem beobachtet ihn. 24 Stunden Überwachungskamera. 24, 7, genau. 12, 13. Ganze Zeit. Und nicht nur Kamera, sondern eine Kamera, die reagiert. Mit Funktion. Zweitens, dass ich nehme Hashem als einzigen Vertrauensperson. Und nicht zwei. Und vier, dass ein Mensch soll achten und aufpassen, alles zu tun, was der Schöpfer hat ihm befohlen. Zu machen seine Gebote, zu machen seine Mitzvot und vorsichtig sein von den Sachen, was Hashem will nicht. Und steht geschrieben, mach deine Wille wie deine Wille. Er wird machen deine Wille wie seine Wille. Oder steht geschrieben in Tehillim 37, vertraue dem Ewigen und tut gut. Lebe in dieser Welt und schaff Emunah, es wird alles gut sein. Und so steht auch geschrieben in Echa, in Klagelieder, Kapitel 3, Toiv Adinoi Lekoivov Lenefesh Idreshenu. Hashem ist gut zu denjenigen, die an ihm volle Vertrauen haben. Aber wenn einer hat volle Vertrauen an Hashem und er macht genau das Gegenteil von dem, was er sagt, es ist nicht schön, dass als ob der Chef gibt dir Schutz und du... Ich gebe dir ein Beispiel. Du bekommst von deinem Chef ein Auto. Ja?
Wie muss das Auto sein? Schön gepflegt oder vernachlässigt? Wenn du es zurückgibst? Nein, egal. Egal. Muss immer sauber sein. Warum sauber sein? Damit, wenn er es dir gegeben hat, vertraut er dir und er vertraut dir, dass es, oh, er es dir gegeben hat. Sehr schön. Wenn ich seine Auto nicht benehme, dann schätze ich nicht das, was er hat mir gegeben. Ich sehe ihn nicht als ehrenvoller Chef. Und er sieht, wir leben in einer Welt, wo du denkst, der Chef sieht nicht dein Auto oder dein Körper oder was du tust. Dein Chef sieht alles. Und in dem Moment, wo er hat sich Vertrauen gegeben, dass du seine Regeln hältst, musst du mit deinem Auto gute Sachen tun. Also du fährst in die Schule, kannst du noch einen Schüler mitnehmen, einen Nachbar, nimm ihn. Wenn du denkst, nein, ich lebe nur mein Leben, nur ich fahre in die Schule. Corona, Borona, Schmorona. Hashem weißt Ausreden, dass dem nimmst du nicht. Du drehst dem Corona, wie es dir schön passt. Also viele Leute nutzen aus die Corona als Borona, Schmorona. Ja? Geh deine Linie. Wenn du nimmst niemanden, du hast Angst, bist du in Ordnung. Aber wenn den ja und der nicht und du beginnst, ist verstanden? Ja. Deshalb, wenn Hashem will, dass wir ihm vertrauen, er gibt uns Belohnung, wenn wir gut pflegen seine Gesetze, und er ist sehr enttäuscht, wenn wir seine Befehle brechen. So wie steht geschrieben in Jeremia 7, gehst du klauen, gehst du morden, gehst du lügen auf Schwuren und ihr kommt zu diesem Haus mit meinem Namen, das ist eine kriminelle Meharat Paritim, das ist so wie eine Grube von Kriminellen, habt ihr gemacht mein Haus. Hashem will, dass wir gegen ihn oder für ihn in dementsprechend gut benehmen. Kommst in Schul, schweig, gib Kavod, gib Ehre, Hashem sieht dir. Nicht nur draußen in dieser Synagoge gibt Kamera für Banditen von außen. Es gibt auch Kamera von Hashem in die Synagoge für Banditen von innen. Und derjenige, der gibt nicht Kavod in die Synagoge in Schild drinnen, ist genauso schlimm. Er schädigt. Also, wir haben hier gesehen drei Sachen. Eins, wir haben gesehen, Hashem sieht uns. Zwei, Hashem will nur eine vertrauen und nicht zwei Vorsitzenders. Er will eine, du sollst dich entscheiden für wem. Bitte schön. S'il vous plaît, freie Wahl. Gefällt dir der Professor? Geh zum Professor. Du kannst sagen, Hashem, schick mir einen guten Professor. Das ist okay. Aber du sollst wissen, ich will dir einen Witz erzählen. Es waren einmal drei Freunde, sind gefahren, sagen wir, nach Afrika. Und es hat denen gestochen irgendein schlimme Skorpion. Mit giftigen, heißen Gift. Schlange. Was? Dann eine giftige. Genau, sie kommen zum Doktor. Der Doktor guckt und er sagt, ihr werdet in 24 Stunden tot. Ihr könnt mir nur jetzt bitten, was ist euer Wunsch, was ihr wollt? Sagt der Franzose, ich will gutes Essen wie ein Kaiser in Frankreich. Die Italiener sagen, ich will die italienischen Essen vor dem Tod. Der Jid sagt, ich möchte ein anderer Doktor sein. Also ich bin nicht bereit, den 24 Stunden geben zum Genuss. Du bist ein Doktor, du kannst helfen. Du bist nicht da, um uns zu zweifeln. Du bist da, um uns zu helfen. Ein Doktor ist da, um zu helfen. Er ist ein Schaliach von Hashem. Und die vierte Sache, dass Hashem will, dass wir schätzen, unsere Körper, unser Auto, unser Besitz und so weiter.